Computer aufzeichnen. Die Aufzeichnung läuft. Okay. Ja, wir hatten beim letzten Mal, hatte ich Ihnen das Modell der Turing-Maschine vorgestellt. Die Standard-Turing-Maschine bestehend aus einem Band, wo wir halt die ganzen Eingaben drauf haben, aber halt auch Ausgaben produzieren können, ja, im Vergleich zu den anderen Maschinenmodellen. Klein bisschen anders, dass wir jetzt halt auch nicht nur lesen, sondern auch schreiben können. Ich hatte dann beim letzten Mal auch die unterschiedlichen Varianten von Turing-Maschinenmodellen kurz erläutert. Die Turing-Maschine mit dem beidseitig unbeschränkten Band, die K-Band-Turing-Maschine mit einer Anzahl von Bändern, 2, 3 oder halt eben abstrakt K-Bänder mit K voneinander unabhängig operierenden Schreib-Leseköpfen. Und wir hatten die nicht-deterministische Turing-Maschine. Und ich hatte Ihnen auch ganz kurz so die Argumente erläutert, die Ideen hinter den Beweisen. Und jetzt haben Sie sich vermutlich das neue Aufgabenblatt nicht angeguckt. Wenn Sie das denn dann schon getan haben sollten, dann gilt es da, einige Turing-Maschinen zu entwickeln, quasi aufzuzeichnen, zu programmieren. Und wenn Sie dann das dann gemacht haben, werden Sie feststellen, also wir werden immer im Prinzip Turing-Maschinen für die Akzeptanz von Sprachen entwickeln. Das bleibt so, wie wir es bislang in den anderen Sprachklassen auch gehabt haben. Also alles, was wir sozusagen als Problem formulieren, werden wir quasi als Sprache formulieren und uns dann damit beschäftigen, ob denn eine Maschine die Sprache akzeptiert. So war bislang die Begrifflichkeit. Und wir haben ja auch beim letzten Mal nochmal die Unterscheidung eingeführt zwischen Akzeptanz und Entscheidbarkeit. Das heißt, alle zukünftigen Probleme werden wir als Sprachprobleme formulieren, wo wir uns dafür interessieren, ob denn die Sprache akzeptiert wird oder ob sie entscheidbar ist. Und ja, wenn Sie sozusagen jetzt auf dieses Aufgabenblatt gucken, dann werden Sie eine Reihe von Turing-Maschinen entwickeln oder programmieren, sagen wir mal, und werden feststellen, naja, das trifft ja mit der richtigen Realität nicht so wirklich zusammen, weil ich habe eigentlich einen Computer und für den entwickle ich dann eine Vielzahl von Programmen. Und Sie entwickeln sozusagen jedes Mal eine komplett neue Maschine. Ja, wenn Sie mal sagen, das hatte ich auch gesagt, die Turing-Maschine, das wird uns als Modell dienen, um allgemein letztendlich den Begriff der Berechenbarkeit so ein bisschen zu formalisieren, sozusagen das universelle Computermodell. Ja, und wir bauen ja nicht jedes Mal für jedes Programm einen neuen Computer. Wenn Sie eine Textverarbeitung nutzen, dann nutzen Sie dieselbe Maschine, als wenn Sie jetzt beispielsweise eine Tabellenkalkulation oder ein Präsentationsprogramm nutzen wollen. Ja, Sie machen also auf einem Rechner, nutzen unterschiedliche Programme. Und das ist das, was wir heute machen wollen. Es nennt sich halt universelle Turing-Maschine, dass wir uns überlegen, wie könnte man jetzt eine universelle Turing-Maschine entwickeln, die, wie das hier in dem Bild dargestellt ist, die arbeitet quasi nicht nur auf einer Eingabe. Ja, unsere Eingabe für unsere Maschine wird wieder so ein Wort W sein, aber die kriegt halt auch eine zweite Eingabe. Und das ist im Prinzip ein Programm, M-Bezeichnung, oder eine Maschine, M. Ja, das heißt, das ist genauso, wie wir uns das vorstellen können, wenn wir hier einen universellen Rechner haben, ganz egal, welches Betriebssystem der verwendet. Ja, stellen Sie sich vor, das ist Microsoft Word und das ist ein schlechtes Beispiel, nehmen wir irgendwie ein Programm, was da irgendwas berechnet. Ja, dann ist das sozusagen Ihr Programm, ein vielleicht in der Programmiersprache Java geschriebenes Programm. Dieses Java-Programm bekommt eine Eingabedatei, ja, und Ihr Computer nimmt dann dieses Programm, interpretiert den entsprechenden Java-Code, wendet diesen Java-Code auf diese Eingabe an und am Ende kommt ein Ergebnis raus. Ja, und das wollen wir jetzt quasi in die Sprache der Turing-Maschine übertragen. Übertragen auf die Turing-Maschine heißt das, wir müssen uns überlegen, wie können wir denn eine universelle Beschreibung für Turing-Maschinen entwickeln oder nutzen? Ja, und wie kann dann sozusagen diese Maschine arbeiten, um quasi das, was hier kodiert ist, auszuführen und auf die Eingabe W anzuführen? Ja, also lässt sich eigentlich direkt auf Ihre tägliche Lebenswelt übertragen. Und das ist das Modell der universellen oder die Vorstellung der universellen Turing-Maschine. Das ist in Kapitel 6.5 beschrieben. Ja, und die erste Hürde, und die dürfen Sie aber gar nicht als solche ansehen,
ist, wie macht man sich eigentlich, wie kann man eigentlich das hier quasi als Programmcode formulieren? Und das ist die sogenannte Gödelisierung. Benannt nach Kurt Gödel, deutsch-österreichischer Mathematiker Kurt Gödel, der ja hier bis hier unten steht, 1906 bis 1978 gelebt hat, der ein paar wichtige Beiträge entwickelt hat für die Logik und für die Informatik. Ja, und ihm zu Ehren ist quasi dieses Konzept der Codierung einer Turing-Maschine, ist halt als Gödelisierung bezeichnet. Und was wir im Prinzip machen, wir entwickeln ein ja, sogenanntes Gödel-Zahl oder Gödel-Wort abstrakt. Letztendlich formulieren wir ein komplettes Programm einer Turing-Maschine in Form einer einzelnen Zahl. Klingt jetzt erstmal fürchterlich komplex und kompliziert, ist es auch von der technischen Betrachtung her, aber die Idee dahinter ist eigentlich ganz einfach. Es geht einfach nur darum, dass wir diese Maschine hier oben, ja, das, was Sie vielleicht bislang auf dem Blatt Papier gemacht haben, in Form von so einem Flussdiagramm oder einem Zustandsdiagramm, wie wir das in eine maschinenlesbare Form überführen können. Ja, und das macht man mit dieser Gödelisierung. Die ist dann hier im Prinzip dargestellt und das sieht erstmal ganz fürchterlich formal aus. Das ist es auch, keine Frage, aber haben Sie einfach im Hinterkopf, was ist eigentlich die Idee dahinter? Ja, und was man letztendlich macht, man kodiert jedes einzelne Symbol, was eine Maschine ausmacht, durch, ja, durch einen bestimmten Formalismus. Ja, man sagt, wenn ich eine Standard-Turing-Maschine habe, ja, und um die anderen Modelle müssen wir uns jetzt gar nicht kümmern. Wir müssen uns nicht kümmern um die nicht-deterministische Maschine. Wir müssen uns auch nicht kümmern um die Karban-Turing-Maschine. Denn wir haben ja beim letzten Mal gesehen, wir können alles zurückführen auf eine Standard-Turing-Maschine. Ja, darum genügt es an dieser Stelle zu sagen, na, wir betrachten diese Codierung oder diese Gödelisierung jetzt einfach für Standard-Turing-Maschinen. Ja, und wenn wir eine Standard-Turing-Maschine haben, die besteht aus einer Menge von Zuständen, aus dem Eingabealphabet oder ein Ausgabealphabet, aus einer Übergangsfunktion und aus einem Startzustand. Und dann sagen wir, naja, die Zustände, das war schon bei allen Maschinenmodellen so, da ist es eigentlich egal, wie wir die benennen. Ja, und wir sagen einfach, die seien jetzt mal benannt mit Q1 bis Qn, wenn wir N-Zustände haben. Q1 ist per Definition immer der Startzustand. Und dann haben wir noch diesen ausgewiesenen Sonderzustand, diesen Haltezustand, den haben wir mit Q0 bezeichnet. Dann haben wir ein Alphabet. Wir haben irgendwie, sagen wir so, alle möglichen Zeichen, die wir uns jemals vorstellen können. Die können wir einfach irgendwie auflisten. A0, A1, A2. Ja, und wir sagen einfach, das erste Zeichen, das ist immer unser Leerzeichen, unser Turing-Alphabeten oder in unseren Eingabealphabeten. Und dann sei jetzt das konkrete Alphabet dieser Maschine hier oben, das ist jetzt eine bestimmte Auswahl aus diesem universellen Alphabet, was einfach alle möglichen Zeichen beinhaltet. Ja, da haben wir beispielsweise unser Alphabet, da haben wir chinesische Schriftzeichen drin. Wir haben kyrillisches Schriftzeichen da drin. Also alles, was wir uns vorstellen können, ist in diesem Sigma unendlich drin. Und wir wählen jetzt die aus, die wir hier für unsere Turing-Maschine brauchen. Das ist dann eine gewisse Auswahl und wir sind hier jetzt sozusagen mit diesem Index I und A1 bis I und S. Ja, und da sagen wir einfach, das können wir so machen, indem wir die entsprechend so anordnen. Dass wir die halt auflisten können, die sind irgendwie angeordnet. Ja, und wenn wir das sozusagen, das ist rein die Formal, wie wir die jetzt benennen, die Zeichen und die Zustände, ja, und dann vergeben wir einfach ein paar Sonderzeichen und wir haben einfach Striche, Nummern. Ja, wir haben ja gesagt, wir machen immer so eine Unär-Kodierung, das heißt Zahlen kodieren wir mit einem einzelnen Strich, ja, und dann gucken wir uns jetzt an, wir müssen uns ja angucken, die Übergangstabelle. Gucken wir uns mal hier so eine Zeile an, dann haben wir ja verschiedene Möglichkeiten. Wir haben auf jeden Fall in der Übergangstabelle die operiert, auf einem Zustand und auf einem Zeichen. Die können wir jetzt irgendwie mit einer Nummer versehen, ja, I und J, entsprechend dieser Nummerierung, die wir hier haben.
Und dann haben wir entweder die Möglichkeit, dass wir in den Folgezustand gehen und ein Zeichen schreiben, oder dass wir in den Folgezustand gehen, nach rechts gehen, oder in den Folgezustand gehen, nach links gehen. Ja, und sozusagen diese drei Möglichkeiten, die schreiben wir jetzt quasi in so einer Matrizenschreibweise auf. Ja, die Matrix spannt sich einmal über alle Zustände, über alle Zeichen unseres Alphabetes. Ja, darum hier diese Einträge IJ, ja, die hier auch wieder auftauchen. Ja, und dann sagen wir einfach die Zustände, die nummerieren wir einfach durch. Ja, also das ist dann irgendwie, kriegt dann der T-Zustand, ja, Q und T, bekommt einfach T-Striche. Und dann sagen wir, müssen wir natürlich jetzt irgendwie festlegen, sind wir in dem Fall, sind wir in dem Fall, sind wir in dem Fall. Ja, und da sagen wir einfach, es kommt, wenn ein A kommt, das ist quasi auch ein Sonderzeichen, das sagt dann, das nächste, die nächste Zahl gibt im Prinzip den Buchstaben A und R an, da kommt ein Strich dazu. Das hat eine Sonderfunktion, dass wir das identifizieren können. Wenn wir nach rechts gehen, dann kommt der, das soll ein griechisches Rho sein, das ist sozusagen auch ein Sonderzeichen, das maskiert oder markiert uns, dass wir nach rechts gehen, und ein griechisches Lambda, wenn wir nach links gehen. Ja, das heißt, das ist quasi die Codierung. Die Codierung setzt sich aus diesem Zeichenvorrat zusammen und im Prinzip eine Zeile über alle Zustände hier, alle QI, ja, die schreiben wir einfach hintereinander weg, führen dann noch weitere Trennzeichen ein, ja, Alpha und Beta. Alpha kennzeichnet quasi eine neue Zeile und dieses Beta kennzeichnet einen neuen Eintrag hier, wo wir sozusagen ein neues E, I, J schreiben und dann ist das im Prinzip eine Zeile. Und das Gödelwort einer Maschine, da listen wir einfach alle Zeichen hier, alle Zeilen einfach auf, von Z1 bis Zn. Ja, das waren 1 bis N, das sind im Prinzip für unsere Zustände. Eine Eingabe können wir entsprechend kodieren und einen Zustand können wir entsprechend kodieren. Ja, das sieht jetzt erstmal fürchterlich technisch aus, aber was erstmal wichtig ist, die gesamte Beschreibung setzt sich nur aus diesen 1, 2, 3, 4, 5, 6 Zeichen zusammen. Das sind alles Sonderzeichen, um irgendwie zu identifizieren, was wir denn da jetzt gerade machen, ob wir beispielsweise hier nach R, nach L gehen, ob wir einen neuen Eintrag starten, ob wir eine ganz neue Zeile starten. Und diesen Strich brauchen wir, um entsprechend zu kennzeichnen, das Eingabezeichen bzw. Ausgabezeichen oder welchen Zustand wir da haben. Fürchterlich technisch, aber überlegen Sie sich, was ist die Idee dahinter? Wir müssen das im Prinzip nutzen, um eine konkrete Turingmaschine zu codieren. Das ist quasi das Programm in codierter Form einer Turingmaschine. Ich hatte Ihnen mal gesagt, ja, wir werden uns so in Richtung Maschinensprache bewegen. Ja, jetzt sind wir sozusagen genau auf diesem Niveau. Das war quasi da eine ganz kryptische Befehle auf so einem ganz technischen Niveau. Dann ist hier ein Beispiel dazu, das einmal sozusagen durchdekliniert, wo wir genau das haben. Ja, wir haben im Prinzip eine Maschine mit drei Zuständen, das heißt, entsprechend müssen wir drei Zeilen formulieren, Z1, Z2, Z3. Das sieht in dem Skript, was Sie vielleicht jetzt vor Augen haben, ein ganz klein bisschen anders aus. Ich habe ja gestern genau bei diesem Beispiel nochmal etwas an dem Layout gearbeitet, weil das größer als eine Seite war. Ich stelle das hier hinterher auch hoch, so war erst gestern Abend fertig geworden. Wir haben im Prinzip zwei Zeichen, ein Strich und ein A, ja, und die sind irgendwie entsprechend hier kodiert. Diesem Schema, was wir auf der Vorseite hatten, gucken Sie sich das gleich einmal an. Ja, und dann ist das sozusagen die Beschreibung dieser ganzen Maschine. Ja, und dann ist hier unten nochmal aufgedröselt, wie jetzt beispielsweise, wenn wir jetzt einen konkreten Eintrag da haben, wie das jetzt hier zu lesen ist. Das ist hier oben halt entsprechend beschrieben. Ja. Also es sieht ganz fürchterlich technisch aus. Ist es auch, gebe ich zu. Aber die Idee dahinter sollte eigentlich klar sein. Das ist die Codierung einer Turingmaschine, die wir dann einer weiteren Turingmaschine als Eingabe geben. Und diese weitere Turingmaschine, das lässt sich eigentlich in diesem Bild hier erstmal darstellen, das ist diese universelle Maschine, die jetzt sozusagen diese Art von Programm verarbeiten muss, ja, um dann auf diesem Wort operieren zu können. Ja, das ist die Idee. Diese Maschine
arbeitet mit diesem Programm auf der einen. So, das heißt, dann muss man sich jetzt noch überlegen, wie wir diese universelle Turing-Maschine konkret konstruieren müssen. Ja, sodass wir genau das durchführen. Und das ist hier beschrieben. Ja, hier ist jetzt beschrieben, wie wir diese universelle Turing-Maschine in diesem Fall als Dreiband-Turing-Maschine konstruieren können. Ja, auf dem ersten Band steht die originäre Eingabe sozusagen auch in dieser Codierung als Gödelwort. Dann das Gödelwort der Turing-Maschine auf Band 2 und auf Band 3 wird quasi gearbeitet. Ja, das ist quasi der aktuelle Zustand von M und da wird quasi die Rechnung durchgeführt. Und das ist dann, wie das in etwa passiert, ist dann hier beschrieben, ganz grob, nicht in allen technischen Details, aber die Idee dahinter, denke ich, das kann man nachvollziehen, dass wenn ich das so konstruiert habe, dass ich dann auch eine Maschine habe, die dann sozusagen das als Code nehmen kann, was machen wir mit dieser universellen Turing-Maschine. Genau, also, und dann kann man sich erstmal überlegen, das sind ja erstmal zwei wichtige Erkenntnisse. Die erste Erkenntnis ist, dass die Menge der Turing-Maschinen, dass das eine abzählbare Menge ist. Abzählbare Menge ist einfach eine Menge, wo ich den einzelnen Mengenelementen sozusagen jeweils eine natürliche Zahl zuordnen kann. Ich die sozusagen ja abzählen kann. Ja, die Menge der natürlichen Zahlen ist die Mutter oder der Vater aller abzählbaren Mengen. Ja, und wenn wir da eine Zuordnung finden können zwischen einer Menge und die abbilden können auf die natürlichen Zahlen, dann ist das eine abzählbare Menge. Und die Menge aller möglichen Turing-Maschinen ist also eine abzählbare Menge. Dazu dient uns auch wieder die Gödelisierung. Und zwar können wir nämlich einfach sagen, wenn wir einfach, wie gesagt, dieses Gödelwort einer Turing-Maschine besteht nur aus diesen sechs Symbolen. Alpha, Beta, Lambda, Rho, A und Strich. Wenn wir jetzt jeden dieser einzelnen Symbole, eine der Ziffern 1 bis 6 zuordnen, und dann einfach, wenn wir sagen, so, das Alpha ist eine 1, das Beta ist eine 2, das Lambda eine 3 und so weiter, dann können wir dieses Gödelwort auch als eine natürliche Zahl hinschreiben, indem wir einfach sagen, ja, tragen wir hier ein. Das war die 1, das ist die 2, das war die, ich weiß gar nicht, 1, das war jetzt, glaube ich, die 6, der Strich, 2 mal die 6, dann kommt die 3, dann kommt vielleicht die 2 und. Ja, und wenn wir das sozusagen für alle gemacht haben, dann kommt hier am Ende definitiv eine lange, aber es ist eine natürliche Zahl. Das heißt, wir können die Menge der natürlichen Zahlen, die Menge der Turing-Maschinen oder jede einzelne Turing-Maschine auf eine natürliche Zahl abbilden. Das ist dann halt entsprechend die Gödelnummer. Ja. Und wir können aber auch umgekehrt jede natürliche Zahl als die Gödelnummer einer Turing-Maschine interpretieren, indem wir nämlich einfach vereinbaren, M und N. Ja, das ist gerade, falls es eine Turing-Maschine M gibt, die tatsächlich diese Gödelnummer hat, ja, dann ist das gerade diese Maschine. Und sonst irgendwie so eine elementare Maschine, wenn, und das ist halt natürlich in vielen Fällen der Fall, wenn es halt gerade keine Turing-Maschine gibt, die diese Zahl als Gödelzahl hat. Ja. Das heißt, wir haben quasi die Berechnung der Gödelnummer ist eine Abbildung, eine subjektive Abbildung zwischen der Menge aller Turing-Maschinen. Ja, das ist L und TM. Ja, das ist diese Menge hier. Haben also sozusagen so eine subjektive Abbildung hergestellt zwischen der Menge aller Turing-Maschinen und den natürlichen Zahlen. Und das bedeutet aber gerade, dass die Menge der Turing-Maschinen gerade eine abzählbare Menge ist. So, und jetzt kommt ein erstes spannendes Ergebnis. Das ist aber noch nicht so richtig zu fassen, aber darauf läuft diese Vorlesung hinaus, dass wir natürlich, wir wollen
im Prinzip Probleme oder Sprachen identifizieren, die wir halt nicht mit einer Maschine erkennen können, akzeptieren können und entscheiden können. Ja? Und dass es solche Sprachen gibt, das ist der folgende Satz hier. Ja, wenn wir jetzt nämlich ein beliebiges, nicht leeres Alphabet haben, ja, dann gibt es unendlich viele Sprachen, für die es einfach keine Turing-Maschine gibt, die von dieser Maschine akzeptiert werden. Ja, das ist ein noch nicht so richtiges befriedigendes Ergebnis, weil wir nämlich keine konkrete Sprache angeben, sondern wir machen das an dieser Stelle lediglich über ein Abzählargument. Wir haben auf der einen Seite gesagt, es gibt nur abzählbar viele Turing-Maschinen und wir haben hier unten ist aufgeführt, dass die Potenzmenge über Sigma Stern, das ist eine abzählbar unendliche Menge, also die ist überabzählbar, also die ist nicht abzählbar. Ja, und wenn ich sozusagen eine abzählbare Menge mit einer überabzählbaren Menge vergleiche, dann liegt da was dazwischen und das ist selbst unendlich. Ja, das ist jetzt irgendwie fürchterlich abstrakt, abstrakte Mengenlehre, aber das ist sozusagen der Bereich, der jetzt nicht mit Turing-Maschinen akzeptiert werden kann. Und der ist nicht leer. Ja? Und das ist hier im Prinzip ganz kurz und knackig beschrieben. Es ist insofern unschön, weil wir jetzt keine konkrete Sprache haben. Ja? Und das ist, machen wir hier erstmal so ein Abzählargument. Aber eine konkrete Sprache gucken wir uns an. Ich überlege gerade, ob wir im Kapitel 7 auch was drin haben. Nee, das kommt erst in Kapitel 8 und das machen wir hier. Ja? Aber Sie wissen jetzt zumindest, da gibt es sozusagen einen Bereich, den können wir definitiv nicht mit einer Turing-Maschine akzeptieren oder auch sogar entscheiden. Ist jetzt erstmal fürchterlich abstrakt. Das gucken Sie sich vielleicht in Ruhe einfach nochmal an. Aber da haben Sie zumindest schon mal die Einordnung. Ja, und ich würde heute auch gleich weitermachen mit Kapitel 7. Das mache ich auch nur ganz kurz. Da gucken wir uns nämlich die Sprachklasse L1 an. Aber bevor ich das mache, würde ich erstmal horchen, ob es vielleicht bis dahin erstmal irgendwelche Fragen gibt. Das scheint erstmal nicht der Fall zu sein. Ja, es ist mir immer wichtig, dass Sie die Idee dahinter erstmal verstehen. Das ist, auch wenn das jetzt hier, da sieht, wenn man das vielleicht einfach nur so abstrakt liest, erkennt man das vielleicht gar nicht. Und das, dazu soll ja auch genau diese Erläuterung dienen, dass man so ein bisschen die, dass ich ein bisschen was zu den Ideen sage, die eigentlich dahinter stecken. Und ich hoffe, das ist irgendwie jetzt klar. Okay, dann gehen wir direkt über zu Kapitel 7. Das mache ich relativ kurz. Und zwar, da werden wir uns jetzt, wir sind ja jetzt gesprungen quasi, wir haben L2 gemacht. Ich stelle mich einfach mal hier oben rein. Jetzt muss ich das einmal gerade ein bisschen woanders hinlegen. Wir hatten uns L3 angeguckt, wir hatten uns L2 angeguckt und dann hatten wir jetzt L0. Da habe ich noch nichts zu gesagt, aber das ist auch Kapitel L, das ist in diesem Kapitel findet das statt, dass das sozusagen sind die Turing-Maschinen und die UBG, das sind unbeschränkte Grammatiken. Und dann gibt es natürlich noch die Klasse L1, die liegt dazwischen, das wird sich so vervollständigen, das passiert in diesem Kapitel. Hier hatten wir die Maschinenmodelle bei L3, da hatten wir die gemacht, die deterministischen oder die endlichen Automaten, hier hatten wir die Push-Down-Automaten, kontextfreien Grammatiken und hier haben wir jetzt die Grammatiken nochmal vor Augen halten, das war dieses Kapitel über formale Sprachen. Da haben wir noch gehabt die kontextsensitiven Sprachen und die unbeschränkten Sprachen oder unbeschränkten Grammatiken. Ja, die unbeschränkten Grammatiken, die werden mit L0 zusammenfallen. Und hier werden wir bekommen die CSG, kontextsensitive Sprachen oder kontextsensitive Grammatiken und die beschränkten Grammatiken. Und wir werden hier noch ein weiteres Maschinenmodell einführen.
Das ist aber im Prinzip nur eine Sonderform von der Turing-Maschine. Ja, das passiert in diesem Kapitel. Auch da, die sind teilweise sehr technisch, aber wichtig ist erstmal sozusagen, dass sie quasi das hier, den Zusammenhang quasi, diese Chomsky-Hierarchie dahingehend vervollständigen, sozusagen, welche Grammatik oder welcher Grammatiktyp gehört zu welcher Sprachklasse, was ist der Automat, der zu dieser Sprachklasse gehört und vielleicht so ein bisschen was von der Idee verstehen, die in den hinter den Beweisen steckt, wie beispielsweise eine unbeschränkte Grammatik mit Hilfe einer Turing-Maschine simuliert werden kann. Ja. Genau, gehen wir einmal kurz da durch. Genau, wir haben gesagt, das ist hier sozusagen das Erste. Der erste Satz, der sagt aus, dass genau die Turing-Maschine hier das Maschinenmodell ist, was die Sprachen aus L0 akzeptiert. Das passiert hier. Und dann wird quasi in diesem Beweis wird quasi die Ableitung einer L0-Grammatik simuliert, ja, in dem sozusagen einfach nachvollzogen wird, was mit so einer Grammatik gemacht wird. Da wird auf einer Zweibandmaschine gearbeitet, auf dem zweiten Band. Auf dem ersten Band steht das Eingabewort, auf dem zweiten Band steht das Startsymbol. Dann wird im Prinzip eine Ableitung erzeugt auf dem zweiten Band. Da steht dann die Ableitung. Ja, und dann guckt man sich an, ob denn diese beiden Sachen da im Prinzip zusammenpassen. Ja, das wird mit einer nicht-deterministischen Turing-Maschine gemacht. Also sie probiert im Prinzip hier Regeln aus. Und wenn am Ende das Wort rauskommt, was am Anfang hier sozusagen als Eingabe steht, ja, dann kann man akzeptieren und sonst nicht. Ja, dass da hier quasi dieser In- oder Nicht-Determinismus zum Einsatz kommt, wird das natürlich in 97,8% der Fällen wird das schief gehen. Aber, das haben wir ja gelernt mittlerweile, das stört uns ja nicht. Wir müssen ja nur einmal richtig raten können. Ja, das genügt ja schon. Ja, und das kann man in der Tat. Ja, Sie können sich vorstellen, wir können hier sicherlich eine richtige Ableitung raten, dass wir eine Ableitung durchführen können auf einer Turing-Maschine. Ja, das werden Sie mir auch glauben, ja, dass man beispielsweise speichere ich mir irgendwo die Regeln, dann wähle ich mir beispielsweise zufällig eine passende Regel aus. Also, dass man das wohin hinkriegt, von hier nach hier überzugehen, das denke ich, ist okay. Nachvollziehbar. Ja, und dann kann man sich auch überlegen, entstehen. Kann ich das auch testen? Das ist überhaupt kein Problem. Ja, und dass dann auf diese Art und Weise diese Aussage hier gültig ist, denke ich, ist dann auch klar. Ja, das ist im Prinzip hier relativ kurz und knackig beschrieben. Ja. Hier ist es schon ein bisschen komplizierter. Rein von dem Formalismus her, da macht man genau die andere Richtung. Dass wenn ich nämlich eine Sprache habe, die von einer Turing-Maschine akzeptiert wird, ja, dass ich dann auch eine Grammatik konstruieren kann, die dann auch diese Wörter dieser Sprache erkennt. Ja, das ist in diesem Beweis hier nachgemacht. Da wird quasi aus den Regeln der Maschine wird eine Grammatik konstruiert. Das ist wiederum sehr, sehr technisch. Ja, da sieht man schon, da wird wieder auch mit so mehreren Spuren gearbeitet, wie dann beispielsweise da so eine Rechnung simuliert wird. Da würde ich sagen, da müssen Sie sich nicht notwendigerweise bis in die Tiefen der Details beschäftigen. Das werde ich in der Klausur sicherlich nicht dran nehmen. Aber Sie sollten vielleicht ganz grob die Idee verstanden haben und natürlich die Aussage dieses Satzes. Ja? Genau, sehen Sie, dann wird das hier sozusagen gemacht. Das ist relativ technisch, aber auch das, denke ich, wenn man das auf so einer abstrakten Ebene betrachtet, kann man sich vorstellen, dass das dann funktioniert. So, dann wird hier Sprachklasse L1 eingeführt und mit der Sprachklasse L1 gibt es auch ein neues Maschinenmodell. Das ist der linear beschränkte Automat. Der linear beschränkte Automat, das ist im Prinzip sowas wie eine Turing-Maschine. Entschuldigung, in dem Skript gehen wir erst anders vor. Erst führen wir ein,
sozusagen, wir hatten bei der Einführung der Grammatiken, hatten wir kontextsensitive Grammatiken und beschränkte Grammatiken. Vielleicht gucken wir noch mal ganz kurz drauf, was das eigentlich war. Wir haben, das waren unsere kontextfreien Grammatiken. Ja, wir haben, wenn wir eine Regel haben, P geht über nach Q. Die linke Seite besteht aus einer Variable und rechts darf irgendwas stehen aus V, V, nicht T, Stern. So, bei den kontextfreien Sprachen ist das ein klein bisschen anders. Bei den kontextsensitiven Sprachen. Kontextsensitiv heißt, die Variable muss in einen bestimmten Kontext gebettet sein, damit ich eine Ableitungsregel durchführen kann. Das drückt sich dann formal wie folgt aus. Jede Regel sieht aus, P geht über nach Q, genauso wie vorher auch. Und das P ist aufgebaut. Da steht auf jeden Fall eine Variable drin. Das ist die, die wir ableiten wollen. Und dieses A befindet sich in einem bestimmten Kontext. U auf der linken Seite, V auf der rechten Seite. Und wenn das A in diesem Kontext ist, dann können wir diese Regel anwenden und leiten das P, oder besser gesagt das A, ab zu einem kleinen Alpha, was eingebettet ist in U und V. Das heißt, der Kontext bleibt erhalten und wir wenden das A, wir leiten das A ab zu Alpha. Ja, das Alpha muss mindestens größer gleich 1 sein und U, V und Alpha können beliebige Zeichen aus V und T Stern sein. Ja. Genau. Dadurch, dass wir dieses Alpha größer gleich 1 haben, wird durch Anwendung einer solchen Regel quasi die Ableitung niemals kürzer. Die kann höchstens länger. Ja? Also wir können da nichts verkürzen. Dann die zweite Grammatik, die wir jetzt noch nicht betrachtet haben, sind die beschränkten Grammatiken. Das ist ganz einfach. Da darf in P und Q alles Mögliche drinstehen. Und die einzige Bedingung, die erfüllt sein muss, ist, dass die linke Seite kürzer ist als die rechte Seite. Das sind jetzt zwei Grammatikklassen, die wir noch nicht kennengelernt hatten. Und die fallen jetzt quasi mit L1 zusammen. Oder die machen gerade L1 aus. Ja? Also L1 ist die Grammatik. Zunächst mal der kontextsensitiven Sprachen. Und dann wird aber hier in dem 7. Kapitel auch gezeigt, dass wir sozusagen diese beiden ineinander überführen können. Ja, und da war ich gerade, und da gehen wir jetzt wieder zurück. Mal gucken, wo war das denn? Da. Ja, da sind wir hier an der Stelle. Eine Sprache ist beschränkt genau dann, wenn L kontextsensitiv ist. Ja, das heißt, hier gibt es zwei Richtungen. Ja, wenn wir eine kontextsensitive Grammatik haben, dann ist die per Definition auch beschränkt, weil wir nämlich Ableitungen nicht verkürzen können, weil dieses kleine Alpha, was da sozusagen eingesetzt wird, immer größer gleich 1 ist. Ja, und die andere Richtung, da, wenn ich eine beschränkte Grammatik habe, dann kann ich die in eine kontextsensitive Form überführen. Ja, dann muss man die Grammatik, die oder die Regeln so ein bisschen transformieren. Das hatten wir ja ausgelassen bei der Betrachtung der L2-Sprachen. Da gehe ich jetzt hier auch ein bisschen drüber hinweg. Also auch das funktioniert. Ja, man kann die überführen. Ist hier beschrieben. Das ist im Prinzip ein Algorithmus, wie man diese Grammatiken überführt. Und dann habe ich sozusagen diese beiden Sprachklassen zusammengelegt. Hier nochmal ein Beispiel für die Sprache A auch N, B auch N, C auch N. Ja, da hatten wir irgendwie hier diese Regeln und beispielsweise die Regel R3 und R5. Das sind beides Regeln, die sind nicht kontextsensitiv. Ja, warum sind die nicht kontextsensitiv? Ja, wir wenden das X1 oder diese Regel R3 an, in dem Kontext, wo rechts neben dem X1 ein B steht. Ja, und dann muss das B da auch stehen bleiben. Tut es aber nicht. Wir vertauschen die. Das ist insofern ist es keine kontextsensitive Regel. Das gleiche gilt bei X5. Ja, und was man hier im Prinzip gemacht hat bei dieser Grammatik, X1 und X2, also es geht um die Sprache auch in B und C auch N.
Ja, und solange wir da noch Variablen drin haben, dienen diese x1 und x2 dienen quasi als Laufvariable. Ja, da merkt man sich, dass man jetzt beispielsweise, muss ich gerade mal gucken, s geht über nach a x1b und hier sozusagen, selbst gerade einmal anschauen, genau, mit dem x1 läuft man da durch. Schreibt am Ende irgendwann sozusagen ein C, dann kommt sozusagen x2 auf den Plan. Mit dem x2 ist sozusagen verbucht, dass wir da ein C zu viel haben, laufen quasi zurück, ja, und das x2 beispielsweise ersetzen wir hier wieder, laufen sozusagen mit dem x1, laufen wir nach rechts, wenn wir hier irgendwie ein A haben, wenn wir dann zusätzliches C erzeugen, müssen wir wieder zurücklaufen, um noch ein B und noch ein C zu schreiben. Ja, und das wird hier beispielsweise gemacht, wenn wir hier sind, x1c, dann wird sowohl ein C geschrieben, ja, an dieser Stelle hier wird ein zusätzliches C und ein zusätzliches B geschrieben, das passiert durch diese Regel. Ja, und dann merken wir uns quasi in der Variablen x2, dass jetzt B und C, dass da jeweils eins produziert wurde. Und wir müssen jetzt sozusagen nochmal zurücklaufen, um dann an der richtigen Stelle ein A zu schreiben. Ja, und das machen wir dann quasi hier mit einer von diesen beiden Regeln. Entweder wir machen nochmal wieder weiter oder wir hören halt auf, wenn wir sozusagen AX2 überführen in AA. Ja, dann wird hier sozusagen dieses A, was hier, wo hier das BC schon geschrieben wurde, was wir uns in dem X1 gemerkt haben, wird dann dahin geschrieben. Ja, also das ist so ein typischer Einsatz für so kontextsensitive Regeln. Ja, und dann ist hier quasi dargestellt, wie wir die dann überführen können in so Grammatikregeln, die dann, genau, das ist eine beschränkte Grammatik, das ist nicht kontextsensitiv, das ist beschränkt und hier überführen wir das in eine kontextsensitive Grammatik. Genau. So, dann haben wir sozusagen jetzt die Grammatiken erstmal zusammengeführt, haben quasi an dieser Stelle, das ist an dieser Stelle hier, können wir jetzt einen Haken dran machen, das haben wir gemacht, das haben wir gemacht, das ist auch gemacht. Jetzt müssen wir uns noch angucken, was ist das hier eigentlich, was ist das Automatenmodell. Das ist jetzt der linear beschränkte Automat, der wird hier auch eingeführt. Sieht auch wieder ganz schlimm aus, ganz technisch, ist aber im Wesentlichen nichts anderes als eine Turing-Maschine. Ja, also ein linear beschränkter Automat ist eine indeterminierte Turing-Maschine, für die zusätzlich gilt, es gibt eine Anfangs- und Endmarkierung. Ja, und die Idee ist, dass wenn ich eine Turing-Maschine habe, dann habe ich eine Eingabe für die Turing-Maschine. Das male ich mal hier hin. Ja, wenn das quasi mein Eingabeband ist, dann habe ich da irgendwie meine Eingabe A, B, C und so weiter. A. Dann haben wir da einen Blank, da einen Blank. Und die Idee der und jetzt, wenn wir mit einer normalen Turing-Maschine arbeiten, dann können wir ja in diese Richtung beliebig weit gehen. Bei der halbseitig beschränkten Turing-Maschine haben wir hier quasi ein Ende, nach links geht es nicht. Ja, aber wir können in die Richtung nach rechts, können wir das Band beliebig nutzen. Und der linear beschränkte Automat, da ist sozusagen der Name Programm, das heißt, der linear beschränkte Automat, der arbeitet nur innerhalb der Zeichen der Eingabe. Ja, das heißt, ich kann keinen zusätzlichen Speicherplatz an anderer Stelle im Band nutzen, sondern der arbeitet nur innerhalb der vorgegebenen Eingabe für jedes Wort. Und dafür dienen diese beiden Zeichen. Ja, das Dollar ist für das eine Ende, das steht dann irgendwie hier. Hier kommt das Dollar hin und hier ist das Cent-Symbol. Die markieren quasi die Bandbegrenze. Ja, und das ist quasi hier angegeben. Hier sind die Konfigurationen beschrieben. Ja, das ist die Idee des linear beschränkten Automaten.
Tourenmaschine nur innerhalb eines definierten Bandbereiches. Okay, ja, und dann ist sozusagen der Rest in diesem Teil ist dann im Prinzip das, was wir eben für L0 gemacht haben, passiert jetzt hier für L1. Das war nämlich mit linear beschränkten Automaten, die kontextsensitiven und beschränkten Grammatiken erkennen können. Das funktioniert ähnlich, wie das eben auch passierte. Genau, und umgekehrt, dass LBA-akzeptierte Sprachen auch in L1 sind. Das war die also im Prinzip auch mit der Grammatik simulieren können. Ja, das ist auch ohne Beweis angegeben, ist auch fürchterlich technisch. Genau, also wenn man die aufschreiben würde, dann gehen die über 3-4 Seiten. Das wollte ich aber jetzt hier nicht machen, aber wichtig ist, dass Sie sozusagen einfach das Verständnis dafür haben. Wie hier der Zusammenhang ist. Und ich habe auch bislang in keiner Klausur irgendwie ein LBA konstruieren lassen. Das haben wir noch nie gemacht. Das ist auch eigentlich gar nicht so spannend. Jetzt vor dem Hintergrund, was wir eigentlich an Zeit verfügbar haben jetzt für die theoretische Informatik. Da sind im Prinzip diese Sprachklassen hier spannender. Und diese Sprachklasse ist insbesondere spannender. Und die ist hübsch, nett, aber auf die gehen wir auch nicht weiter. Die werde ich nicht großartig weiter eingehen. Ja, vielleicht so auf der Ebene, dass Sie wissen, wie das alles grob zusammenhängt und funktioniert. Aber wir werden sowas hier nicht konstruieren. Okay. Genau, dann kommen wir hinten nochmal so ein paar Ergebnisse. Einmal Entscheidbarkeit der Sprachklassen. Da geht es eigentlich nur um das Wortproblem. Da ist für L2 und L3 haben wir das ja gelöst. Ja, L3 haben wir, wenden wir einfach den Automaten an. L2 können wir den Kokoyanga-Kasami-Algorithmus anwenden. Und hier kann man das machen. Indem man dadurch, dass ich, und das ist auch relativ abstrakt, das geht so ein bisschen in Richtung dessen, was wir bei dem bei der Simulation der nicht-deterministischen Turing-Maschine durch eine Standard-Turing-Maschine gemacht haben. Die Idee ist, dass wir uns überlegen, dadurch, dass wir jetzt einen linear beschränkten Automaten haben, ist quasi die Anzahl der möglichen Nachfolgekonfigurationen, die von jeder Situation aus auftreten kann, ist irgendwie eine endliche Anzahl. Ja? Die ist fürchterlich groß, das ist hier sozusagen als Formel angegeben. Ja? Das heißt, wenn wir jetzt irgendwie auf einem begrenzten Bandstück arbeiten, dann ist die Anzahl der möglichen Konfigurationen insgesamt begrenzt und das ist Prinzip hier diese Größe. Ja? Und wenn man jetzt sozusagen eine Rechnung durchführt, dann kann man natürlich diese alle möglichen Konfigurationen auch in so einem Konfigurationsbaum durchführen. Das ist sozusagen ähnlich dem Beweis Standard-Turing-Maschine, nicht-deterministische Turing-Maschine. Ja, und dann kann man sich auch überlegen, wenn ich das denn überhaupt in Form eines endlichen Baumes quasi aufführen kann, ja, dann kann man sich auch überlegen, dass ich den eigentlich auch besuchen kann. Und das macht man hier. Ja. Jetzt durchlaufen wir im Prinzip systematisch diesen Konfigurationsbaum. Ja, und wenn wir da einen Haltezustand finden, dann wissen wir, dass Dingen, die Eingabe kann akzeptiert werden. Und wenn wir keinen finden, dann wird die Eingabe nicht akzeptiert. Ja, das ist sozusagen die Idee dabei. Endliche Anzahl von möglichen Konfigurationen. Und das ist halt gerade der Unterschied bei der, zu der beliebigen oder Standard-Turing-Maschine. Da kann ich nach rechts beliebig weit laufen. Da ist das Band ist unendlich groß. Da kann ich unendlich viele Zustände annehmen. Alleine dadurch, dass ich unterschiedliche Teile des Bandes besuche. Und das ist halt hier anders. Ja, das haben wir hier, ist es eine endliche Anzahl. Dadurch ist die Anzahl der Konfigurationen endlich. Die kann ich durchsuchen. Und da kann ich auch feststellen, ist das
gibt es da den Haltezustand oder nicht. Genau. Ja, das ist vielleicht nicht so wichtig hier. Das ist auch sozusagen, dann wird hier auch nochmal mit einem ähnlichen Argument, wie wir das eben hatten bei L0, wird hier jetzt nochmal über Grammatiken argumentiert. Hier werden auch Grammatiken kodiert, dass man überhaupt, dass es auch nicht kontextsensitive Sprachen gibt. Ja, das wird hier sozusagen nochmal gezeigt. Auch das erfolgt über ein Abzählargument. Und dann wird die, genau. Das heißt also, es gibt auch tatsächlich Grammatiken, die ich nicht mit den Sprachklassen L1, L2 und L3 sozusagen beschreiben kann. Das ist quasi die Idee hier. Dann ist es vielleicht für diejenigen wichtig, die schon mal irgendwie entweder die das Fach wiederholen, und das schon mal beim Kollegen Biermann gehört haben oder sich an anderer Stelle schon mal informiert haben. Häufig wird auch von rekursiven und rekursiv abzählbaren Sprachen gesprochen. Ich verwende eine andere Bezeichnung, weil mir diese Begriffe, ja, die finde ich nicht so richtig glücklich. Ja, aber eine Sprache wird rekursiv genannt, wenn sie entscheidbar ist. Ja, also wenn das schon mal untergekommen ist, rekursiv zu sein, heißt für eine Sprache, dass sie einfach entscheidbar ist. Das heißt, es gibt eine Turing-Maschine, die diese Sprache entscheidet und ich meine, ist auch rekursiv abzählbar. Es kann auch sein, dass das später, ich glaube, das kommt erst später, auf jeden Fall rekursiv abzählbar, falls Sie den Begriff schon mal gehört haben. Das ist lediglich die Akzeptanz, also das Anhalten einer Turing-Maschine. Ja. Genau, und dann ist hier sozusagen einfach nochmal die Chomsky-Hierarchie zusammengefasst. Das ist das, was ich da eben schon mal nochmal erläutert hatte. Da sozusagen, was ich ja schon ein paar Mal an die Tafel oder auf so ein Blatt hier gezeichnet hatte. Genau, und dann hier nochmal in tabellarischer Form die Abschlusseigenschaften der ganzen Sprachen. Das ist jetzt hier bei L1 erstmal nicht beschrieben. Genau, auch das weist, glaube ich, auf eine Aufgabe hin. Genau, das habe ich mal als Aufgabe formuliert, dass man sich überlegt, warum denn beispielsweise die Sprachklassen L1 abgeschlossen sind gegenüber Vereinigung und Durchschnitt. Vielleicht mache ich das mal drauf. Ja, das deutet darauf hin. Genau, dann ist Kapitel 8 und das machen wir aber dann im Januar. Ja? Das war sozusagen jetzt erstmal der Input für heute, dass Sie das so ein bisschen, dass das ein bisschen Orientierung gibt. Und dann würde ich jetzt die Aufzeichnung stoppen. Dann können Sie da auch gerne nochmal die Fragen stellen.